So, das sind denn die letzten oder erwarten wir vielleicht noch mehr? Ja? Okay, gut. Ja, gibt es Fragen noch? Irgendwas vielleicht zum Beginn? Irgendwas, was jemand interessiert, bevor wir hier anfangen? Ich habe natürlich schon ein bisschen was erzählt, den einen oder anderen natürlich. Ne? Wie gesagt, wir sind ja schon eine halbe Stunde hier ungefähr. Ja, da haben wir die Zeit natürlich gleich genutzt. Wir werden bestimmt von den Bildern noch was erzählen. Ne? Wenn Sie dazu Fragen haben, ich denke mal, ja, das, was da dran steht, sollte vielleicht den einen oder anderen Christen bekannt sein. Es ist zwar nur eine Übertragung, also steht so nicht in der Bibel drin, was da dran steht, aber es ist eine Umfassung. Also der Text wäre weitaus länger, wenn man da jetzt alles aufgeschrieben hätte. Ja, natürlich können Sie das machen, ja. Ich denke, wir hören erst zu. Fragen kommen bestimmt. Ja, können Sie auch im Nachhinein noch machen. Wie man auf die Idee kommt. Ja. Also da kannst du das draufkriegen. Ja, im Bibelcenter gibt es auch Bibeln. So. Sollte man denn da haben, was? Macht das Ganze denn auch aus? Ja, ich hätte zwei Möglichkeiten gehabt. Einfach so freireden kann ich eigentlich auch. Aber mir ist es irgendwie wichtig, dass auch alle Informationen, die mir auch wichtig sind, jemand mitzuteilen, der hier auch wohnt und das kennenlernen möchte. Dementsprechend habe ich so eher einen Text vorbereitet, den ich dann eher vorlesen werde, ja, als jetzt eine freie Rede zu machen, weil sonst würde wahrscheinlich das eine oder andere untergehen. Ne? Und dann habe ich diesen Weg dann eher gewählt, dass das vielleicht besser wäre. Ja, saß einen halben Tag da dran. Man überlegt ja auch, was soll man den Leuten sagen, die Geschichte und das alles. Und ja, ich bin zufrieden. Ja. So, ja, die Tür ist kaputt. Nicht wundern. So, haben wir noch ein paar Plätze hier. Ja, irgendwo Platz nehmen, wo Stühle noch frei sind. Stehen muss keiner, so jemand möchte. Ja, irgendwo da, wo was frei ist, wo es am besten passt. Da. Da kann man gerne Platz nehmen. Ja, möchte ich gerne recht herzlich alle begrüßen. Ich bin hier einer der Bibellehrer in dieser Gemeinde, der hier auch nicht allzu weit her weg wohnt. Dementsprechend bin ich der, der mal zuerst angefragt wird, wenn irgendjemand was von dem Bibelcenter will, dann muss ich hierher spurten. Ja, weil doch die Personen, die Glaubensgeschwister, die hierher kommen, doch stark verteilt sind in Berlin-Brandenburg, Berlin-West. Und die meisten kommen mit der S-Bahn oder mit dem Auto. Aber hier aus Marzahn sind es nicht allzu viele. Ja, also wie schon gesagt, ich kann zwar auch frei reden ohne Probleme, aber irgendwie war es mir wichtig, dass alle Informationen, die diese Räumlichkeiten hier betreffen, es sind jetzt nicht 100 Jahre, die zu erzählen sind, vielleicht mitzuteilen den Interessierten. Also Ihnen, und dementsprechend habe ich eher einen Text vorbereitet und den würde ich Ihnen gerne vorlesen, zum Teil frei, zum Teil auch nicht. Will halt nichts vergessen, das war mir wichtig. Und Sie können zwischendurch, wenn Sie halt eine Frage haben, vielleicht irgendwie was unklar ist, einfach kurz Handzeichen. Das geht sowohl auch zwischendurch, als auch am Ende dann gibt es auch noch Zeit bei Bedarf, das eine oder andere vielleicht bei Interesse zu fragen, wie auch immer. Ja, der eine oder andere wird mich vielleicht sogar noch kennen hier, der Rainer Esser, genau, aus der ehemaligen, oder na gut, Kirche, zumindest die ist ja auch umgezogen, ne? Oder doch, ne? Ist es noch? Nein. Gibt es gar nicht mehr? Also ich meine, aber den neuen Ort, dieses Umziehen, ist auch nicht mehr? Ah, okay, das hätte ich jetzt noch nicht gewusst. Und Frau Dang habe ich, glaube ich, auch mal zur Bibelstunde, glaube ich mal, 1, 2, 3, 4 Mal noch in der evangelischen Kirche. Das auch, ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Ja, da war ich noch ein Mitglied der Kirche zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, 2012, 2011, ist schon, ja, schon ein paar Jahre her. Ja, hat sich ein bisschen was verändert in Marzahn. Ja, also nehmen Sie ruhig davon Gebrauch, wenn Sie irgendwie eine Frage haben oder so zwischendurch, können Sie gerne dann auch fragen. Ja, ich bin selber Mitbegründer dieses Standortes. Und als Lehrer, wie gesagt, in der Gemeinde hier tätig seit über 9 Jahren. Wenn Sie, wie gesagt, zwischendurch Fragen haben, einfach Handzeichen, ich sehe das denn. Ja, die Eröffnung dieses Bibelcenters Berlin, oder es ist eigentlich auch eine Kurzbibelschule und
überkonfessioneller Bibelwissenschaftsstandort, so wurde er damals gegründet, 2013 im April. Also jetzt genau 9 Jahre werden das jetzt hochgerechnet, seitdem jetzt hier diese Räumlichkeiten bestehen. Die Gründung geschah durch 4 Christen in Berlin, darunter einen messianischen Juden, auf zukünftige 3 Jahre Probezeit. Also es haben sich hier 4 Personen zusammengefunden in Berlin, die Idee hatten, in Berlin direkt einen Standort zu gründen, wie gesagt, eine Bibelschule, einen Bibelwissenschaftsstandort und auch bei Bedarf eine Gemeinde auch zu gründen, wenn das Interesse dafür da ist von denjenigen, die hier neu hinzukommen oder mitarbeiten und das Gleiche. Das ist dann auch sehr frühzeitig geschehen. Im gleichen Monat erfolgte die Gründung der Freien Gemeinde Marzahn, welche die Räumlichkeiten bis heute seit 9 Jahren nutzt und den wöchentlichen Gottesdienst hier ausrichtet. Ja, also das Große und Ganze fing als Bibelcenter Berlin an und dazu kam dann noch die Gründung der Gemeinde, die nannte sich dann Freie Gemeinde Marzahn, so war auch sie immer ausgeschrieben, was weiß ich, in dem Heft, wo ist was oder Internet, wenn man da auf Kirchensuche gegangen ist, hat man das selber gefunden. Ja, 3 Jahre Probezeit, das war sozusagen für diese 4 Leute, wovon ich einer war damals, die hier das gegründet haben, um zu schauen, funktioniert das auch überhaupt in Marzahn oder in Berlin? Kommt da überhaupt jemand vorbei? Und dieser Standort hier ist es deswegen damals geworden, weil vor knapp 9 Jahren war hier alles leer. Da waren auch noch die Parkplätze überall noch frei, ja, vor den Haustüren, nicht so wie heute. Der Wohnungsleerstand war auch noch gegeben, hat sich ja viel verändert in den ganzen 9 Jahren. Und wir haben hier diese Räumlichkeit sehr günstig anmieten können für einen 3-Jahres-Vertrag. Ja, ich glaube, da lag die Miete hier so, die Warmmiete bei 250 Euro für 57 Quadratmeter. Da hat man gesagt, da geht mal kein großes Risiko ein. Das kann man mal probieren und mal gucken, wie der Standort so ist. Hier ist gleich die S-Bahn nebenan. Das hat uns damals ja zugesagt. Wir wussten aber auch nicht in den Erfahrungswerten, wer treibt sich hier rum, wer kommt gerne hierher nach Marzahn oder aus Marzahn. Das war damals alles noch so, ja, Zukunftsvision, das musste man beobachten und wir haben uns gesagt, wir nehmen uns dafür 3 Jahre Zeit und wenn man merkt, das wird nichts, das interessiert keinen, dann hätten wir auch wieder zugemacht nach 3 Jahren. Ja, der Schwerpunkt dieser Gemeinde liegt bis heute darin, interessierte Juden und Heiden als auch Christen davon zu überzeugen, dass Gott existiert und Jesus der Erlöser der gefallenen Schöpfung ist. Konfessionstechnisch sind die Glaubensgrundsätze der protestantischen Bewegung zuzuordnen im Spektrum der Freikirchen. Da es in diesem Feld keine weltliche Verbandsstruktur bis heute gibt, könnte man in Glaubensfragen die Gemeinde in den Rahmen der jüdisch-messianischen, die der Siebentagsbaptisten, Siebentagsmethodisten oder Siebentagsadventisten zuordnen, wobei auch aus dem charismatischen und lutheranischen Bereich wie auch aus anderen Konfessionen des Christentums Spektralanteile zu finden sind. Ja, also da gibt es jetzt keinen überübergeordneten Verband, der sozusagen über die Gemeinde in Deutschland und Portugal und Hamburg und Köln sozusagen übergeordnet ist. Das ist hier eher eine selbstständige Gemeinde, wo die Gläubigen vor Ort selber das Programm bestimmen und nicht von oben herab irgendwas schon vororganisiert ist. Und wie gesagt, ich denke mal von den 7-Tags-Adventisten, das dürften Sie, Frau Dank, glaube ich, ganz gut kennen. Guten Tag, einfach Platz nehmen. Wir sind noch nicht so weit beim Anfang, nicht viel verpasst. Da sind die ja auch zu Hause immer noch, oder ich weiß es nicht, wahrscheinlich, ne, dass die da die Gottesdienste am Samstag machen. Wir machen das hier auch. Von denen hätte man vielleicht mal gehört. Den anderen, die ich genannt habe, die sind in Deutschland eher eine Minderheit. Die würde man dort jetzt nicht so vorfinden. Also von Methodisten und Baptisten hätte man vielleicht was gehört. Das gibt es ja auch wahrscheinlich immer noch in Marzahn-Hellersdorf. Aber die sind dann eher die genannten in Deutschland und vielleicht im Ausland dann auch mehr zu verordnen. Und die messianischen Juden, die gibt es ja hier auch 2-3 Mal, zumindest gewisse Gruppen oder Splittergruppen, also Juden, die an Jesus glauben und sich versammeln, zu teils eher in West-Berlin. Und wenn sie da mal waren oder so oder die kennen, dann könnten sie auch ungefähr grob eine Vorstellung vielleicht haben, was wir persönlich so glauben oder welche Lehransicht hier vertreten wird. Ja, in Glaubensfragen stechen folgende Punkte der Freien Gemeinde Marzahn. Also das ist jetzt hier die Gemeinde, die sich versammelt. Das ist noch unabhängig vom Bibelcenter, sozusagen ein Teil davon. Ja, dort steht stark Folgendes hervor.
und zwar der Fundament des Glaubens, die Bibel und hier speziell der masoretisch-althebräische Grundtext des sogenannten Alten Testamentes und die altgriechische Textus-Receptus-Textfamilie aus der Zeit der Reformation des Neuen Testamentes. Wir würden heute umgangssprachlich sagen, wir legen viel Wert auf die bekannten Luther 1545 oder 1912 oder Schlachter 2000 Bibelübersetzung auf Deutsch, die diese Grundtexte innehaben, im Gegensatz in den meisten anderen deutschen Bibelübersetzungen, welche immerhin nur im Neuen Testament die griechischen Grundtexte der Nestle-Aland-Wissenschaft von 1895 bis heute in den Versionen 23, 28, wenn man mal so eine Zahlenfläche in der Bibel gelesen hat, heute verfolgen, die sich an Stellen im Neuen Testament unterscheiden und damit auch Übersetzungsunterschiede aufweisen oder das Fehlen oder Hinzufügen von Wörtern oder ganzen Versen beinhaltet. Das ist mal nur sowas nebenbei. Der ein oder andere, ich sag mal, ich weiß ja auch nicht mal, wo Sie herkommen. Wenn wir jetzt aus der evangelischen Landeskirche kommen, da würde ich sagen, da hat man vielleicht nicht so diesen Einblick dahinter. Da hat man zwar das vielleicht mal gehört, die ein oder andere Bibelübersetzung, die gerade genannt wurde. Aber wenn man tiefer hineingeht in die Materie, also diese Texte, die ja mal irgendwann übersetzt wurden auf Deutsch, was Martin Luther gemacht hat, oder auch andere Bibelübersetzer, dann ist man meistens immer irgendeine Textfamilie am Ende angekommen. Ich nehme an, es ist bekannt, oder? Wer kann mit der Schlachter 2000 nichts anfangen? So als der Name klingt vielleicht ein bisschen monströs, aber sollte eigentlich, denke ich, unter den Bibelübersetzungen nicht so unbekannt sein. Ja? Markus, frag mal lieber es andersrum. Wer kann aber nicht anfangen? Da melden sich ja so viele. Das wollen wir doch ersparen. Ja, kann man natürlich auch machen, ja. Im Großen und Ganzen steht man den Kirchenvätern in der Frage der Heiligkeit und göttlichen Inspiration ihrer Entscheidungen oder Lehrdoktrinen der letzten 2000 Jahre sehr kritisch gegenüber, da ja vorgefertigte Interpretation der Bibel, Lehraussagen aus diesem Spektrum, dem ausnahmslos nur noch die katholische Kirche bis heute folgt und aus denen eine Art Rosinenpickerei der protestantischen Kirchen bis heute erfolgt, stehen wir eher fern, also ich persönlich auch, aber da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Also gibt nun mal die einen, die legen denn da mehr drauf Wert, die nehmen dann noch die Kirchenväter oder die Konzile von dem Jahrhundert und dem Jahrhundert und dann lehnt man vielleicht das und das dann auch ab. Wie gesagt, hier nur die Grundbasis, worauf wir unseren Glauben hier beziehen, denn man könnte sagen, allein auf die Bibel und alles andere, geschichtlich gesehen, wird zumindest in Frage gestellt oder zumindest wird das näher untersucht und mit der Bibel verglichen und dann entschieden, wollen wir daraus auch ein Dogma machen oder lassen wir es frei, eben selbst zu entscheiden, wie er das Thema oder das Thema aus dem Christentum im Allgemeinen bewertet. Die Gemeindekonfession hier vor Ort studiert unabhängig und mit Hinzunahme überkonfessioneller Lehrauffassungen das von Gott gewollte Glaubensleben und Glaubensfragen, die an uns biblisch gerichtet sind. Für das weltweite Christentum eher untypisch im Spektrum und daher selten vorgefundene Glaubenslehren der 44.000 christlichen Konfessionen weltweit sind, also so viel haben wir, das hat jetzt keiner so genau nachgezählt, aber wir haben ungefähr 44.000 Gruppierungen in der Welt, die sagen, wir glauben an Jesus und an Gott und auch an die Bibel, aber wir haben uns eine Gruppe gemacht, eine Kleingruppe, ein Hauskreis, eine etwas größere Konfession. Ich nehme an, die katholische Kirche ist die größte von allen bis heute. Und ja, da gibt es ja Gemeinsamkeiten auch unter den jeweiligen Glaubensrichtungen im Christentum. Und ich wollte jetzt nur mal so ein paar, habe ich mir überlegt, welche ziehe ich jetzt hervor, die anders sind, die eher untypisch sind, die wir hier vertreten. Das sind unter anderem das Beachten des wöchentlichen Sabbats aus dem vierten Gebot der zehn Gebote, so wie die Sieben-Tags-Adventisten das, wie gesagt, vielleicht der eine oder andere wird es kennen, auch machen. Das Einhalten der Speisevorschriften, da ja als Beispiel der Verzicht auf Schwein, Hase, Ratte, Garnelen, Tintenfisch, Muscheln, Katzen und Hunde, die als unreine Tiere zum Essen in den Schriften deklariert sind. Ich weiß zwar, dass, wir wollen jetzt keine Diskussion darüber anfangen, dass es Interpretationen und Übersetzungsunterschiede gibt bezüglich dieses Themas. Und mir ist auch bekannt, dass der Großteil des Christentums eher sagt, dass das eher unwichtig ist fürs Christentum, ob man jetzt sich an solche Regeln halten müsste oder sollte. Das Feiern der biblischen Feste des Herrn, wie ich noch erwähnen werde.
die Beachtung des biblischen Kalenders im Gegensatz zum katholisch-gregorianischen Zeitkalenders, der vorzugsweise in der westlich-christlichen Kultur in fast allen Konfessionen gebraucht wird bis heute. Das Ablehnen von heidnisch vermischten christlichen traditionellen Feiertagen wie Weihnachten, Silvester und Halloween. Das Glauben an die Existenz von Satan, gefallene Engel, die göttliche Inspiration der Schrift, das Wiederkommen des Sohnes Gottes, unseres Herrn Jesus, um zu richten die Lebenden und die Toten in der Zukunft. Wer das glaubt, der zählt dann meistens schon zu den Fundamentalisten im Christentum. Wir würden uns wahrscheinlich dazu rechnen, gibt halt dort liberale Strömungen im Christentum oder sehr extremistische. Wir würden uns wahrscheinlich eher wenn ich es rechtes Spektrum nenne, dann denkt man gleich an die AfD, deswegen mache ich das lieber nicht, aber eher dem konservativen Spektrum wahrscheinlich unter den Konfessionen zuordnen. Das Glauben an dem Bestehen der gefallenen Menschheit seit Adam bis heute und dass seitdem ca. 5950 Jahre vergangen sind und das tausendjährige Friedensreich in naher Zukunft und die darauffolgende Ewigkeit unter einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Die erste Auferstehung zu göttlichen, geistigen Wesen neben dem Bruder und Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und unter unserem Gott und Vater. So, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick über die freie Gemeinde Marzahn. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Bibelcenter. Nach Bestehen der dreijährigen Probezeit durch den Anstieg von 4 auf ca. 20 Mitgliedern wurde eine weitere Zeit von 5 Jahren beschlossen, die Räumlichkeiten zu nutzen. Ziel der weiteren 5 Jahre war es, die Maximalaufnahme der regelmäßigen Gottesdienstbesucher in den Räumlichkeiten auf 20 zu steigern. Also es gab schon 20 Mitglieder, aber da sie weit zerstreut herkamen, haben sich meistens immer nur 8 bis 12 Leute eingefunden zu den Gottesdiensten in dieser Zeit. Ja, zu steigern durch In- und Außenmissionierung und dann gegebenenfalls auf größere Räumlichkeiten in dieser Umgebung umzusteigen. Weil wie man sieht, ist das doch eher klein gehalten. Eine Toilette, wenn denn hier mal 20 Leute sitzen, wird es dann schon mal eng. Da ist dann mal Anstehen angesagt. Es ist auch nicht gerade ja, familienfreundlich. Man hatte keine Kinderräume, keine Nebenräume. Das ist dann, ich sag mal, für den einen oder anderen dann auch unattraktiv, wenn er herkommen würde, weil das dann halt auch fehlt. Deswegen war das Ziel gewesen damals, wenn man dann irgendwie mal so eine gewisse Größe erreicht hat, dass man dann hier dann wieder wegzieht oder zumindest vielleicht einen anderen Raum, der hier in der Nähe ist, dann anmietet, wo dann halt diese Bedingungen erfüllt sind. Weil wir haben gesagt, wir fangen hier klein an, einen großen Raum zu mieten, wo das alles schon existiert, kostet ja meistens Geld und dann fehlt es Geld am Ende und es kommt keiner und naja, wir sind da ganz pragmatisch damals herangegangen. Nach 8 Jahren und durch eine steigende Staffelmiete, wie gesagt, wir hatten ja damals so ca. 250 Euro nur bezahlt, die ist dann immer mal gestiegen auf 550. In dieser Zeit wurde, das ist natürlich immer noch nicht unbedingt teuer, aber es ist schon trotzdem ein Anstieg. Es hat sich ja mehr als verdoppelt, das war so auch damals ausgemacht. Das ist auch für uns jetzt nicht ein Problem, das ist eigentlich immer noch eine moderate Miete, wo man sich eigentlich nicht beklagen kann. Also in heutiger Zeit, wenn man sich die Mietpreise mal anschaut. Ja, von 250 auf 550 ungefähr in dieser Zeit wurde von den Gemeindemitgliedern, wenn auch nicht einheitlich, beschlossen, die Räumlichkeit weitere 3 Jahre zu nutzen. Im April 2024 laufen diese 3 Jahre aus und durch die Grundkosten, die liegen dann ungefähr bei 650 Euro, werden nach jetzigem Stand die Räumlichkeiten und damit der Standort nach 11 Jahren wohl geschlossen werden. Dazu beigetragen haben mehrere Situationen. A. Die Nichteinsetzung von Pastoren durch Mangel an Voraussetzungserfüllungen der Mitglieder am Standort. B. 90% der Dauergäste und neuen Mitglieder kamen und kommen weiter aus dem Spektrum der Neubekehrten und den dadurch entstandenen Fachpersonalmangel am Standort. Man könnte von einer Überbelegung von einer Kranken- oder Pflegeeinrichtung sprechen als Vergleich. C. Der Anstieg von Dauergästen und Mitgliedern aus den westlichen Gebieten von Berlin und der Rückgang desgleichen aus der nahen Umgebung von hier. Aber auch wegen einer positiven Entwicklung. Die Räumlichkeiten erwiesen sich auf lange Sicht zwar verkehrstechnisch durch Anliegen der Stadt-S-Bahn der Linie 7 und Regionalbahn als günstig für den Berliner Raum, aber durch Nichtbestehen von Nebenräumlichkeiten hier als eher familienunfreundlich. So wurde aus 2 Gründen im Oktober 2021 Folgendes vom Gemeinderat beschlossen.
Wegen der angestiegenen Mitglieder auf 30 Personen im Raum Berlin-Brandenburg und darunter mehrere Familien mit Kindern und der gestiegenen Mietkosten nach 8 Jahren auf, wie gesagt, unwichtig 550 Euro, dennoch bestand die Besucherzahl regelmäßig im Rahmen der Zulässigkeit bei 15 bis 18 Personen hier in diesen Räumlichkeiten, auch zu Corona-Zeiten. Wurde entschieden, Ausschau zu halten in Berlin-West nach Räumlichkeiten als Gründung einer Schwestergemeinde, vordergründlich als Untermieter. Unter Gottes Gnaden wurde diese recht schnell gefunden am Bundesplatz in Wilmersdorf. Das ist irgendwie eine Station auf der Ringbahn im Westen, Südwesten gelegen von Berlin. Und so entstand dort das Bibelcenter West, was bis heute hauptsächlich als Gottesdienstversammlung am Samstag wöchentlich genutzt wird. Hauptsächlich von den Familien und Bewohnern unter den Mitgliedern im Westteil von Berlin. Die Gesamtzahl der Berliner Mitglieder besteht heute bei rund 30 Personen. Gegebenenfalls wegen Corona und der Vorurteile gegenüber des Ostens und Marzahn von Berlin kam es zu einem größeren Rückgang der Besucherzahlen in diesen Räumlichkeiten, welche die Gottesdienste nutzen. Auf durchschnittlich 1 bis 4 Besucher in den letzten 7 Monaten, also an den Gottesdiensttagen. Auch kam in den letzten 12 Monaten zu unerwarteten Übertritten zum katholischen Glauben einiger jüngerer Mitglieder aus Marzahn, was auch die Besucherzahl schmälerte. Der Fachpersonalanteil gruppierte sich die letzten 4 Jahre zu einem Gemeinderat und ist seitdem je nach Bedarf und Besucheranmeldung im Bibelcenter West oder Ost tätig und organisiert dort die Gottesdienste. Der Anteil der Bewohner von Marzahn-Hellersdorf, unserer Gemeinde zugehörig, ausgenommen die ungetauften Kinder, liegt bei 7 Mitgliedern. Im näheren Umfeld, in der Umgebung der Gemeinde, sind es 4. Finanziert wird die Gemeinde durch Zehntenabgaben der Mitglieder und Spenden von Gästen. Was gibt es noch zu berichten über die Ereignisse im Bibelcenter Berlin? Wir hatten in den letzten 9 Jahren bisher rund 50 Erwachsenentaufen. Die Angebote des Bibelcenters in den 9 Jahren des Bestehen sind und waren langfristig. Eine wöchentliche Bibelstunde am Abend, 1 bis 2 Mal wöchentliche Sprechstunde unter 4 Augen in offener Runde oder für Interessierte dann halt auch hier am Nachmittag. Der wöchentliche Sabbatgottesdienst, Samstag 12 bis 18 Uhr. Austragung der jährlichen Gottesfeste, Passa und das dazugehörige Fest der ungesäuerten Brote, das Pfingstfest, das Posaunenfest, das Versöhnungsfest und das Laubhüttenfest und den monatlichen Neumondtag. Außenevangelisationseinsätze mit Infotisch gab es in Marzahn-Hellersdorf und am Alexanderplatz bis heute. Armverpflegung in Zusammenarbeit mit der Tafel und Leib und Seele in Marzahn-Hellersdorf. Das war die Schwarzburger Straße, das gibt es immer noch, oder? Ist das so bekannt? Ja, da haben wir auch mal mitgewirkt, also zumindest dort ein bisschen organisatorisch mitgeholfen. Momentan findet das meiner Meinung nach auch nicht mehr statt, aus Personalgründen. Ja, in Marzahn-Hellersdorf. Seelsorgedienst und Gebetsdienst bei Krankheits- oder Besessenheitszuständen von Personen. Taufen außerhalb der Ortsgemeindemitgliedschaft, also wenn Taufabfragen sind von Leuten, die jetzt hier nicht leben und wohnen, aber mal zu Besuch sind oder anfragen, sie möchten getauft werden, dann haben wir das hier auch gemacht. Das Bereitstellen von ca. 70 Bibelübersetzungen und Einführung in die Bibelwissenschaft dem Gästen und Mitgliedern. Sie sehen das ganze Regal da, da ist da voll. Also es gibt nicht nur die Lutherbibel, es gibt in den letzten 500 Jahren weitaus mehr Bibeln, die auf Deutsch übersetzt wurden. Wir haben ja auch wissenschaftliche Ausarbeitungen dazu gemacht, die wir dann ins Internet gestellt haben und so weiter, einfach auch als Informationszwecke und überkonfessionelle Dienstleistungen. Im Jahr 2017 bis 2019 entstand das Großprojekt einer Bibelübersetzung hier im Bibelcenter des Neuen Testamentes in einer Studienausgabe mit dem Schwerpunkt einer interlinearen Übersetzung des griechischen Grundtextes. Mit dem überkonfessionellen Zusatz, dass die altgriechischen Lesarten der Nestle-Aland-Textfamilie, der byzantinischen Textfamilie und der Textus-Receptus-Textfamilie den deutschsprachigen Leser mit ihren unterschiedlichen Lesarten und Übersetzungsmöglichkeiten erstmalig zur Verfügung gestellt wird. Bisher blieb der Schatz nur den altgriechisch studierenden Christen oder englischsprachigen vorbehalten. Seit 2018 wurde diese Übersetzung 3809 Mal zum Selbstkostenpreis im deutschsprachigen Raum vertrieben und ist bei Bibelwissenschaftlern und Überkonfessionellen hoch geschätzt, wegen ihrer Einzigartigkeit an Informationen, die sie dem Leser und dem Christen unvoreingenommen bereitstellt. Was gibt es zuletzt zu sagen? Zukünftig wird die Finanzierungsmöglichkeit und die Besucherzahlen, Durchschnitte, die wir haben vor Ort,
in den Gottesdiensten entscheiden, ob der Standort erhalten bleiben kann oder nicht. Sollte der Finanzierungsaufwand intern nicht gewollt sein, wird wahrscheinlich entschieden durch den Gemeinderat, wird vermutlich das Bibelcenter Ost sich eine günstige Untervermietung in einer der bestehenden Ortsgemeinden in Marzahn für den Samstaggottesdienst suchen müssen ab 2024. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Sollten jetzt noch Fragen vorhanden sein, dann gebe ich Ihnen jetzt gerne Zeit dafür. Ja. Sehr gerne. Ja, können Sie gerne Fragen an den Ort, an mich, was auch immer stellen, was Sie halt auch interessiert. Gerne. Wie ist so ein Gottesdienst ab? Hier steht 12 bis 17 Uhr am Samstag. Das ist eine geräumige Zeit. Das stimmt. Findet zwar in einigen Freikirchen auch so statt. Natürlich sind auch Pausen zwischen. Ja, also durchgezogen wird dort sicherlich nicht. Der Gottesdienst ist sehr ähnlich wie in der überlieferten Synagoge, wo damals Juden und Heiden womöglich Gottesfürchtige zusammenkamen. Man liest so etwas in der Apostelgeschichte, wenn Paulus dorthin gegangen ist, dann gibt es dann so ein Wort von und nach dem Lesen des Gesetzes und der Propheten rief man auf an die Gäste, habt ihr ein Wort für uns? Und so an dieser Tradition, die heute auch in den jüdischen Kreisen nicht mehr so praktiziert werden wie früher noch, da gab es so ungefähr eine, das nannte sich Tora-Portion. Das heißt, es gibt die fünf Bücher Mose, das sind die ersten fünf Bücher in der Bibel und die hat man aufgeteilt in Portionen, also immer in 3 bis 6 Kapiteln, damit man, wenn man in einem Jahr anfängt, irgendwann mal im Oktober, im folgenden Oktober damit denn durch ist. Also es wird dieser Teil vorgelesen, es wird kurz dazu was erklärt und das findet an jedem Samstag statt, bis man im einem Jahr durch ist und dann geht das wieder von vorne los. Und dann gibt es noch die Propheten, das nennt sich denn Haftara, das ist denn ein Teil aus den prophetischen Schriften der Bibel. Ich kann Ihnen mal so ein Beispiel geben, jetzt letzte Woche, weiß nicht, ob das letzte Woche war, nee, das wird vorletzte Woche gewesen sein, weil das hat hier hin und wieder jetzt öfters eher zu. Da steht zum Beispiel dran, der Ablauf wäre, es gibt ein Einleitungsgebet, dann gibt es einen Psalm 69, der wurde hier ausgelost, also der wird hier einmal im Jahr werden alle Psalme ausgelost zu dem jeweiligen Gottesdienst, also 3 Stück circa pro, ne, haben wir ja 150 Psalme auf 50 Wochen, kommen wir so circa auf 150 Psalme, die man einmal dann auch lesen kann und da war hier diese was traditionell in allen, nicht mehr in allen jüdischen Synagogen gelesen wird, das dritte Buch Mose 12, Vers 1 bis Kapitel 13, Vers 59. Darunter gibt es dann die Prophetenportion. Das war dann hier in dem Fall. Tora-Portion und Prophetenportion. Genau, so nennt sich das. Abkürzung, ja. 2. Könige, Kapitel 7, Vers 3 bis 20. Das ist meistens ein Text, der auch auf diesen Text, der in der Tora gelesen wird oder in den 5 Büchern Mose passend ist. Dann kommt wieder ein weiterer Psalm, dann nehmen wir auch hier einen aus den Weisheiten, das heißt, dort haben wir gesammelt Sprüche, Prediger und das Hohelied. Wenn man das aufteilt, sind das ca. auch 52 Kapitel, sodass man jede Woche auch aus den Weisheiten für den Alltag dort auch noch ein Kapitel liest und es wird gleichzeitig auch besprochen. Meistens von dem Bibellehrer, der vorne ist oder der Textprediger, der macht das hauptsächlich, aber hier ist das einzigartig. Ob das gut ist oder nicht, das möchte ich gar nicht so stark bewerten, es hat Vor- und Nachteile zumindest gehabt über die ganzen Jahre, dass selbst die Mitglieder und Gäste während des Gottesdienstes, während der Lesung zum Beispiel auch Fragen stellen können oder Meinungen abgeben können, das ist eigentlich eher untypisch. Ist dadurch auch sehr zeitintensiv, dadurch gehen auch die Gottesdienste je nach Besucherzahlen dann halt auch mal länger und kürzer, abhängig davon, wie viel jeder gerne reden möchte, zu der einen Bibelstelle oder zu der anderen. Hauptsächlich macht es meistens ja eigentlich der Leser vorne. Du hast gesagt, es ist untypisch, dass wir Fragen gestellt werden. Nochmal? Habe ich jetzt richtig verstanden, es ist untypisch, dass Fragen gestellt werden. Ja, im Gottesdienst, bei einer Predigt zum Beispiel, ist das ja meistens so, oder so einer Textpredigt, dass man das vielleicht nach dem Gottesdienst vielleicht nochmal einräumt oder die Leute schreiben mit auf den Zettel und am Ende wird das noch vielleicht nochmal durchgearbeitet. Das wurde hier eigentlich auch mal angestrebt, dass das eher in diesen ordentlichen Ablauf hineinläuft, aber wenn die Leute sich erstmal an irgendwas gewöhnt haben, dann ist es schwer, die Leute davon wieder wegzubekommen und dann gab es ein Rummurren und dann hat sich demokratisch das irgendwie mal durchgesetzt gehabt. Gut, das ist auch so, dass ich sage, man kann mit leben, nur wenn 20 Leute hier sind, dann wird es manchmal dann etwas später. Und dann drückt die Uhr und das ist dann nicht mehr gut, wenn man das offizielle Programm bis 18 Uhr dann halt nicht mehr schafft. Wenn es um das Neue Testament geht, das folgt dann im Anschluss. Da haben wir hier eine Tradition, die ist nicht überliefert oder so, aus anderen Gruppierungen, sei es Christentum oder Judentum, dass wir auch versucht haben und das immer gut hinbekommen haben, das Neue Testament in einem 3-Jahres-Zyklus komplett zu lesen und zu erklären. Also gedrittelt wird das auf die 3 Jahre, sodass man dann, meine ich, Matthäus bis Johannes, dann Apostelgeschichte, ich glaube, das war immer bis 2. Korintherbrief
Und dann müsste das gewesen sein, Galater bis Offenbarung. Und dann ging es auch wieder von vorn los in diesem Zyklus. Das hat eigentlich über die Jahre immer gut geklappt. Hinzugekommen ist in den letzten 2 Jahren erst, weil man sagte, man wollte auch ein bisschen was aus der Geschichte der Bibel lesen, bei den Anteilen, die noch nicht dabei sind. So hat man sich denn es zur Aufgabe gemacht, dass man den Geschichtsteil, das heißt nach den 5 Büchern Mose, fängt man ja im Folgejahr wieder von vorne an, dass man zugleich dann sagt, das nächste Buch wäre das Buch Josua, dass man dort mit Kapitel 1 anfing und immer ein Kapitel am Gottesdienst gelesen hat, sodass man dann irgendwann mal in einem Jahr durch Josua, ich weiß gar nicht mehr vom Lauf her, in den 2 Jahren hat man, glaube ich, geschafft, den Josua, dann kommt das Buch Richter, das Buch Ruth, dann den 1. Samuel und den 2. Samuel und dann kommt irgendwann 1. König, 2. König und dann war Cut. Und dann hat man auch da wieder von vorne angefangen, um ein bisschen so die Großgeschichte von Israel zur damaligen Zeit auch für den Neuinteressierten vor allen Dingen auch besprechen zu können, als wenn er das zu Hause alleine liest und dort, ich sag mal, keinen Anleiter hat oder halt die Zeit nicht hat für eine Bibelstunde unter der Woche, dass wir das halt mit in den Samstaggottesdienst noch mit integriert haben. So, dann gab es noch den letzten Psalm, den man dann ausgelost hat und danach gab es eine Nachbesprechung. Dann gab es nochmal ein gemeinsames Abschlussgebet und also bis heute noch. Und dann ist meistens der offizielle Teil beendet und dann ist vielleicht noch irgendwie was, man geht zusammen essen miteinander oder hat halt noch Kaffee und Kuchen oder so, dann ein Päuschen. Zwischendurch sind immer großzügige Pausen auch, wo man diese Zeit meistens auch dazu nutzt, einen Kaffee zu trinken oder so oder ein Pläuschen zu halten. Dann gibt es auch noch einen Spaziergang in der großen Pause, der gemacht wird hier durch Brandenburg, dort hinten in der Natur. Das hat sich hier so integriert. Aber wie ich schon sagte, jetzt in den letzten 7 Monaten, dadurch, dass hier nur noch 1 bis 4 Besucher regelmäßig kommen, wovon ich einer bin, weil ich ja aus der Nähe komme. Und da ist es meistens eher so, dass die Räumlichkeiten zubleiben am Samstag und alle anderen, also 2 Leute, die vielleicht gern hierher gekommen wären, aber was soll man hier zu zweit machen, die fahren dann nach Wilmersdorf zum Bundesplatz und schließen sich dort der großen Gemeinde an. Und das ist so der Zustand, ja, durch die Corona-Zeit, damit man da auch Rücksicht nimmt auf die jeweiligen Leute, die vielleicht noch nicht geimpft waren oder die ein Problem hatten. Aber wir wissen ja, das Christentum ist auch in der Sache, glaube ich, sehr gespalten. Die einen sagen, Impfen ist was ganz Schlechtes. Die anderen sagen, Impfen kann man sich. Und nun gut, ich bin da eher neutral. Bitteschön. Wenn Taufen stattfinden, welche Religion steht denn da jetzt drin? Also ich tue mich hier schwer, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, dafür können Sie ja die Fragen stellen. Und ist es juristisch dann ohne anerkannte Taufe, wie in anderen großen Ja, ich glaube, juristisch werden, wenn denn überhaupt, vielleicht nur die Körperschaften des öffentlichen Rechts vielleicht angenommen. Also ein amtliches Dokument zu erhalten, ist ja nicht überall so. Aber es gibt halt vielleicht die Zeugen Jehovas, können die was ausstellen und die katholische und die evangelische Landeskirche, die ja mit den, wie gesagt, mit dem Staat etwas zusammenarbeiten. In irgendeiner Institution, ob gemeinnütziger Verein oder halt Körperschaft des öffentlichen Rechts. Manche Kirchen haben ja diese Struktur. Und da könnte ich mir vorstellen, dass auf staatlicher Seite, wie zum Beispiel die Kirchensteuer, die zieht ja jetzt nicht nur die katholische und evangelische Landeskirche ein, sondern noch mehrere mittlerweile, die sich diesen Konstrukt dort angeschlossen haben, womit ich gar kein Problem habe. Und dementsprechend, wenn Sie mich fragen, also die Taufen hier im Allgemeinen werden einfach so durchgeführt, wie es in der Bibel steht. Da gibt es manchmal Anfragen, kriege ich noch ein Taufkärtchen oder ein Taufzeugnis oder so. Das wurde über die Jahre auch hin und wieder mal ausgestellt. Ich kann mich erinnern, es war mal einer der Gründungsmitglieder hier, der nach einem Jahr dann schon wieder weggezogen ist, weil er eine Frau kennengelernt hat, in Sachsen meine ich, und er wollte denn da heiraten. Und dann habe ich die Anfrage bekommen, kannst du mir ein Taufzeugnis ausstellen, weil der Pastor der Gemeinde möchte einen Beweis haben, dass ich getauft wurde, weil sonst kann man hier nicht heiraten. Und dann habe ich das ausgestellt, einen Stempel drauf gemacht, hingeschickt und es wurde wohl akzeptiert. Ja, also daher, wenn es gebraucht wird, wird irgendwas ausgestellt, ob es anerkannt wird. Ich sage mal so, wenn man jetzt vielleicht zu den 7-Tags-Adventisten geht oder zu den Zeugen Jehova. Da kann schon sein, dass so etwas nicht aussagekräftig ist. Da musst du da nochmal neu getauft werden, weil das ist ja ganz falsch, was dir vielleicht da und da beigebracht wurde. Also wir sind da eher offener und ja, aber wir hatten auch noch nie Probleme in der Hinsicht, dass da mal irgendwie ein Problem halt war. Außer das Einzige, was mir jetzt hier einfällt, ne, mit dieser Hochzeit, aber das hat ja dann auch mit so einer Urkunde geklappt. Also wer da irgendwie was haben wollte in der Vergangenheit, der hat dann da einen Ausdruck bekommen mit Unterschrift, wenn Stempel, wenn nötig. Ja, wenn er das sich im Bild einrahmen wollte für zu Hause. Aber zwangsläufig würde ich jetzt erstmal sagen, ist das ja gar nicht unbedingt notwendig. Aber wenn jemand vielleicht
in eine Gemeinde geht und dann wird gefragt, bist du denn schon getauft? Und der sagt ja und dann kommt die Frage, ja, aber wo und wann und wer? Woher sollen wir denn das glauben? Ich bin ja Christ, ich würde ja nicht lügen. Kann man natürlich demjenigen glauben, er legt ja Zeugnis über sich selber ab, aber natürlich ist es dann vorteilhaft, wenn man mal fragt, wer war denn der Täufer und kann man den mal anrufen oder die Gemeinde anrufen, wo du getauft wurdest, dann sehen wir zumindest, ob das seriös ist. Da kann man gleich vielleicht mal nachfragen, warum ist der denn jetzt zu uns gekommen, gab es da vielleicht Probleme, vielleicht wurde irgendjemand ausgeschlossen aus der Gemeinde wegen irgendwelchen Sachen und dann ist das ein vorteilhaft, wenn man ein bisschen Geschichte von der Gemeinde aus nachforscht, generell, wie zum Beispiel bei einer Hochzeit, wenn er sagt, ich bin getauft, aber der Pastor sagt, aber doch nicht hier, ja, und desgleichen. Ja, sicherlich. Da sind dann halt so eine Übergangslösung denn irgendwie gefunden worden. Ich glaube, da war die Hand zuerst um. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil ich bin es gewohnt, aber ich bin, aber mir ist bekannt, dass wenn man getauft wird, bekommt man eine Taufurkunde, einen Taufschein. So, und den hat man ja eigentlich zu Hause. So, ich habe zum Beispiel einen. Ja. Und wenn wir sagen, ich war ganz klein, als ich getauft wurde, also werde ich mich kaum erinnern, wer mich getauft hat, wenn ich jetzt dann aber draufstehen würde. Verständlich, ja. Aber wir stehen ja direkt im Kirchenbuch. Entschuldigung. Ja, also ich wäre, und ich bin ja auch nicht in Berlin getauft, ich bin ja im Das wäre der Unterschied, wo man sagt, man ist vielleicht in der evangelischen Landeskirche oder in der katholischen Landeskirche oder in der orthodoxen Kirche, also in den Großkirchen, aufgewachsen, hineingeboren, zum Glauben gekommen, wie auch immer. Und da gibt es diese amtlichen Handlungen, auch in dieser Weise. Aber das Spektrum der Freikirchen ist ja weitaus größer. Und da läuft öfters mal eher etwas unoffiziell ab, ohne dass der Staat oder irgendwie ein amtliches Dokument da noch mit hineinspielt. Obwohl das, wie gesagt, auch ausgestellt werden kann. Und manche machen das sogar auch regelmäßig, dass sie dann jeder halt eine Taufurkunde hat. Das kommt daher, dass man vielleicht das aus den anderen Freikirchen nicht kennt. Wie machen die das denn eigentlich? Weil die sind ja dann doch unterschiedlich. Die glauben zwar auch an Jesus und die taufen auch. Wie ich es schon indirekt angesprochen habe, wird zum Beispiel hier der Glaube vertreten, dass nur die Erwachsenentaufe eine Gültigkeit hat. Das ist in vielen Freikirchen so. Ich will das gar nicht schlecht drehen, wenn jetzt jemand Kindstaufe macht. Das ist eine Ansichtssache, da soll jeder machen, bitteschön, was er für richtig hält aus meiner Sicht. Da kann man nämlich drüber streiten, ich unterlasse meistens sowas. Aber es gibt nun mal halt die sich als Erwachsener, hier in dem Fall vielleicht jemand, der 12 Jahre ist und vielleicht schon ein bisschen Verstand hat und selbst das glaubt, was in der Bibel steht, er das verstehen kann, dass wenn der sich taufen lässt, der wird sich wahrscheinlich noch daran erinnern, wo er getauft wurde und von wem. Aber ein Kleinkind, da stimme ich ihm natürlich zu. Woher soll man das wissen? Ja, und dass es da dann auch natürlich sogar vielleicht noch nötig ist oder auch sehr gut ist, dass es da noch ein Dokument gibt, wo das draufsteht, bin ich ganz bei ihm, sollte denn auch geben. Aber es ist, wie gesagt, nicht überall so. Jetzt die anderen taufen, jetzt die Erwachsenen taufen oder wie auch immer, die müssten dann irgendwo an diesem Ort und dieser Stelle irgendwo notiert werden oder dokumentiert werden, dass die im Prinzip auch wissen, aha, den habe ich dann und dann getauft und der ist dann eben... Ja, es gibt so eine Art Organisation ja auch. Das heißt, wenn jemand getauft wird, dann wird das ja irgendwo schriftlich dokumentiert. Für Fälle wie sowas in der Art, wenn es jemand ganz genau wissen will. Aber in den Freikirchen ist es meistens so, dass irgendwie das Zeugnis eines Menschen ausreichen soll und auch akzeptiert wird. Aber wie gesagt, in der Landeskirche wäre es jetzt nicht der Fall. Wie gesagt, bei einer kirchlichen Hochzeit in einer katholischen Kirche oder in der evangelischen Kirche. So, ob es heute auch noch so streng ist, das weiß ich nicht. Da ist ja auch viel, ich nenne es mal aufgeweicht worden, dass man nicht mehr da so streng ist. Aber wenn man, wie gesagt, in der evangelischen Landeskirche groß geworden ist, dann ist das normal und Alltag. Dann gehört das dazu. Das ist mir auch bekannt. Das sind halt unterschiedliche organisatorische Strukturen der einzelnen Konfessionsgemeinden in Deutschland oder in der Welt, die das vielleicht ein bisschen anders handhaben, wo das halt nicht alles dokumentarisch aufgeschrieben wird, zu Akten gelegt wird, dann ins Archiv und damit man in 50 Jahren nochmal nachgucken kann. Das wird aber natürlich, wie gesagt, das ist auch in Ordnung, ich habe gar kein Problem damit, in den Großkirchen gemacht. An Kenntnissen haben. Ich will es mal so orientieren, diese Glaubensrichtung, die hier vertreten wird, wie ich schon sagte, gibt es keine obere Verbandsstruktur. Das heißt, wenn man in eine Gemeinde geht in Hamburg und dort Leute findet, die ähnlich denken wie wir, dann wird man dort trotzdem andere Dinge vorfinden, vielleicht ein anderes Programm, vielleicht eine andere Denkstruktur in irgendeiner Weise, in Bibelauslegung oder so.
Und daher wird der Unterschied dort, oder hier wurde immer so gemacht, wenn jemand zum Glauben gekommen ist, neu, dann sind die Erwartungshaltungen natürlich sehr gering. Wenn jemand vielleicht schon 30 Jahre Christ ist, vielleicht war er bei den Brüdergemeindlern und hat für sich irgendwie entschieden oder irgendwas ist passiert, unterschiedliche Gründe, er musste umziehen oder ihm hat es da nicht gefallen, dass er vielleicht woanders mal Fuß fasst und sagt, da gehe ich mal dahin und höre mir mal dazu, okay, bei denen ist alles ganz anders, aber es gefällt mir, es sagt mir zu, sie haben mich überzeugt, was auch immer, wie ich schon sagte vor kurzem, hat es hier 4 Leute zur katholischen Kirche hingetrieben. Warum auch immer, vielleicht wurden sie überzeugt, erfolgreich, ob das nun richtig ist oder nicht, das lasse ich mal so stehen. Und sowas passiert natürlich in der Welt, auch in Deutschland, jeden Tag. Und da kann es halt sein, dass jemand in einem sehr reifen Zustand ist, als Beispiel. Er ist Familienvater, hat Kinder aufgezogen, ein ordentliches Leben führt er, so wie das die Bibel auch sagt, im Titusbrief und im Timotheusbrief, strebt jemand das Aufseheramt an oder eine Pastorenstelle, da muss er gewisse Voraussetzungen erfüllen. Mann einer Frau, gläubige Kinder und so weiter, gibt es ganz viele Sachen. Und hier war in Marzahn das Problem, dass keiner, weder der Neubekehrten noch der, die sich dazu bekehrt haben, diese Voraussetzung erfüllt hat. Und das wäre der Maßstab, dass jemand selber vorweisen kann, dass er die Bibel gut kennt, dass er ein vorbildliches Leben nach außen hin führt, dass er das Talent hat. Ja, heute würden viele wahrscheinlich Theologie studieren, evangelisch oder katholisch, um dann in dieses Amt hineinzukommen, in den Staatskirchen oder die mit dem Staat zusammen sind. Aber, oder man würde eine Bibelschule besuchen oder so, in irgendeiner Richtung, in einer Konfession. Und dann kommt man meistens dann in das Pastorenamt oder Diakonenamt, wobei Diakonenämter sind meistens heute auch nicht mehr besetzt in den Kirchen, zumindest in den Freikirchen nicht. Aber irgendwie gibt es dann einen Ältesten oder einen Pastor oder mehrere und oder einen Bibellehrer. Und da ist es so, dass hier das so gehandhabt wurde, wie es auch in ganz Deutschland gehandhabt wird, ich habe das eine sogar vergessen, das wollte ich hier erzählen, dass in Deutschland weit ungefähr 5000 Menschen existieren, die diesen Glauben teilen, den wir hier auch teilen. Also es ist eher eine kleine Gruppierung im Christentum und das führt dann auch dazu, dass natürlich die Fachkräfte da eher, heute würde man so sagen, ein Pastor in der evangelischen Kirche muss dann ein Gebiet von 30 Kilometer manchmal abfrühstücken, dort die Gottesdienste halten, aus Personalmangel. Also wir haben das ja heute in vielen Konfessionsbereichen, dass ein Personalmangel besteht unter Priestern, Pfarrern, was auch immer, sodass da Kirchen geschlossen werden, zusammengelegt werden müssen oder halt nur noch alle 3 Wochen aufhaben oder so, weil einfach das Fachpersonal nicht da ist, was den Gottesdienst leiten würde. Und wie ich schon sagte, es ist ja auch verständlich, wenn nur noch 3 Leute zur Kirche gehen oder zum Gottesdienst, da fragt man sich auch mit diesen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, eines Priesters, eines Pfarrers, eines Pastors, da setzt man den wahrscheinlich dann eher woanders ein, wo er gebraucht wird oder legt halt Gemeinden zusammen. Und vor diesem Problem standen wir schon seit Anfang an, dass wir dort in Deutschland sehr wenig Fachpersonal nur haben, also gläubige Geschwister, die sich gut auskennen in der Schrift, die auch verstehen, was sie reden. Das würde ich erstmal als Fachpersonal bezeichnen, dass hier hauptsächlich nur Neubekehrte zum Glauben gekommen sind und nicht Leute, die schon länger am Glauben dabei sind und denen es einfacher fallen würde zu sagen, ich übernehme jetzt mal einen Laiendienst in der Gemeinde oder so, eine Predigt machen oder einen Text lesen und erklären. Das Theologiestudium generell, ich würde erstmal sagen, das ist was ganz Gutes, weil man da die Sprachen ja auch lernt in dem Sinne. Nun gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, die Sprachen zu lernen und nicht vielleicht jemand aus Privatgründen ein Musikinstrument lernt, nicht weil er unbedingt Musiker werden will oder so beruflich, gibt es das ja auch. In Deutschland können ja einige Hebräisch und Griechisch, auch in unseren Kreisen. Und jetzt, wenn es nur um das Neue Testament geht, wie ich ja schon sagte, nicht die ganze Bibel, war halt es da auch nötig, Altgriechisch zu können. Und das Komitee, was halt an dieser Bibelübersetzung gearbeitet hat, konnte natürlich diese Sprache, um sie auch zu übersetzen. Ich sag's mal so, am Ende merkt man das ja daran, wenn jemand eine Bibel in die Hand nimmt und sich die anguckt und sagt, da steht etwas, ein Fachmann, vielleicht ein Theologe, das ist ja hier gar nicht richtig übersetzt, da konnte jemand Altgriechisch nicht. Dann wäre der Nachweis, da stimmt da was nicht. Aber wie ich schon sagte, ist diese Bibelübersetzung gut angekommen in der Welt. Also, wo sitzt dieses Gremium? Es ist in Deutschland verteilt. Es wurde zwar auch hier mit bearbeitet, in gewisser Weise, wenn es auch um die Auswahl geht, der Worte, die gewählt werden sollten, wo man sich entschieden hat, oder auch den wie gesagt, die ganzen griechischen Wörter aus den Urtexten zu sortieren, an den richtigen Stellen zu bringen, vor allem, wenn sie sich unterscheiden. Das war auch ein Haufen Arbeit. Da muss man jetzt keine Theologie für studiert haben, um das zu können.
Aber wenn es um das Übersetzen selber ging, war dann natürlich das Personal denn dabei, das darauf denn geguckt hat und dann gesagt hat, das muss so und so laufen. Ne? Also da waren viele Hände dran mit unterschiedlichen Strukturen, die nötig waren, überhaupt so ein Buch rauszubringen. Ja. Ja. Noch eine Frage. Ja. Auf der Webseite steht, dass man sich anmelden soll, ja? Sowohl bei der Bibelstunde, die Montag sein soll um 18 Uhr und im Gottesdienst. Ja, klappt das? Oder wie Also prinzipiell ist das so, es war das durch also früher war das nicht so, vor Corona, es gab auch mal die Zeit davor, seitdem die Corona-Maßnahmen aufgelegt wurden, auch den Gemeinden, hat man hier in Marzahn gesagt, dass Gäste, neue Gäste, ob nun Besucher aus Deutschland oder die hier in Berlin wohnen und vielleicht durch die Homepage den Ort hier gefunden haben, sich vorher anmelden sollten. Da hat man eine Mail wahrscheinlich geschrieben oder an die Telefonnummer da angerufen oder was weiß ich. Und dann, ich hoffe mal, dass das immer gut geklappt hat, weil es gibt einige Leute, die haben Zugang zu diesen E-Mail-Portalen des Bibelcenters und da geht wahrscheinlich nicht so schnell was unter. Also das ist jetzt ja nicht mehr. Also meines Erachtens sind ja vor ein paar Tagen oder Wochen diese Maßnahmen ja für Berlin auch erstmal stillgelegt worden. Das heißt, hier kann man jetzt, müsste eigentlich auch wieder ohne Anmeldung kommen können. Ob das auf der Homepage steht, das weiß ich nicht. Vielleicht steht da immer noch der alte Text, weil so lange ist es ja noch nicht her. Aber nach meinem Wissen ist das hier nicht mehr nötig, per Anmeldung zu kommen zwischen 12 bis 18 Uhr am Samstag. Und in Wilmersdorf gab es auch, weil die da riesengroße Räumlichkeiten haben, vergleichsweise zu hier war das gar nicht nötig, weil man da nicht in Gefahr gelaufen ist, huch, jetzt sind hier 100 Leute, wir können ja gar nicht mehr die Abstandsregel einhalten. Aber hier wäre es schon problematisch geworden ab einer gewissen Zahl. Deswegen hat man hier gesagt, da wollte man nur eine Maximalpersonenzahl zulassen. Es hätte sich also jemand angemeldet, hätte man geguckt, okay, haben Sie schon 14 angemeldet, tut mir leid, kommen Sie gerne nächste Woche wieder. Oder man hätte dann vielleicht gesagt, ein von denen, die hier regelmäßig kommen, kannst du nicht mal vielleicht zu Hause bleiben, da kommt ein neuer Gast vorbei, dann machen wir da mal Platz. Das kam auch vor in den letzten 2 Jahren ungefähr, wie wir jetzt schon da in dieser Krise sind. Ich denke mal, das hat soweit immer so geklappt. Aber momentan gibt es das meines Erachtens nicht mehr, weil es die Auflagen nicht dazu mehr gibt, meine ich. Aber wie schon gesagt, es gibt hier im Christentum, auch hier vor Ort und auch in Wilmersdorf und in anderen Christenkreisen, sehr unterschiedliche Ansichten zu diesem ganzen Thema mit Testen, Impfen, Nicht-Impfen, was Böses, Nicht-Machen, unchristlich, unbiblisch, dass auch hier manch einer da vielleicht ein bisschen kritisch ist zu dem Thema und der andere hat gar keine Probleme damit. Das war auch nicht einfach, auch hier damit zu handeln. Vor allem, wo man denn mal entschlossen hat, die auch mal zuzumachen eine Zeit lang. Damit waren einige da nicht einverstanden, die sagen, ach, das gibt es doch gar nicht, die Krankheit und hier und da. Also das ist auch da sehr durchmischt gewesen. Sehr chaotisch, aber ich denke mal, man hat es gut hinbekommen über die Jahre jetzt, die letzten 2. Falls es noch weitere Fragen gibt. Also Fachpersonal heißt, in unserer Sprache Pastor und Pfarrer. Oder Diakon oder ein Evangelist oder ein Apostel und Prophet, so weit wollen wir nicht gehen. Die Ämter, die Bibel aufschreibt, die eine Gemeinde eigentlich haben sollte, langfristig gesehen. Gott hat in die Gemeinde gesetzt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Dienstleistungen, geht es noch weiter, Diakonie haben wir ja heute schon gesprochen. Irgendwie, wo man in einem Dienst ist, der für einen Gottesdienst vor allen Dingen auch nötig ist. Und wie Paulus Timotheus ja geschrieben hat, da Achtung in der Ortsgemeinde Berlin, seht zu, dass was noch mangelt, dass du da Älteste einsetzt. Ja, aber dazu muss auch dann erstmal einer vor Ort die Voraussetzungen dazu erfüllen. Und das war halt nicht gewesen. Deswegen haben wir uns hier auch eher immer so genannt Gemeinde in Gründung, weil das für uns auch immer nach außen hin halt schwierig war, wenn jemand da gefragt hat, wer ist denn der Pastor der Gemeinde oder so, dass es den einfach nicht gab. Da hat man im besten Fall, wenn jemand wirklich darauf bestand, hat man dann zu Glaubensgeschwister aus Deutschland weiterverwiesen, die einen Pastor hatten, die uns sehr, sehr nahestehen, die also sozusagen den gleichen Glauben teilen, aber sich jetzt nicht Bibelcenter nennen oder freie Gemeinde oder so, aber auch, ich sag mal, man kennt sich in Deutschland. Wir sind jetzt hier nicht nur, uns gibt's hier und sonst kennt uns keiner, sonst, da gibt's auch die anderen 5000 in Deutschland, wissen, dass es uns hier gibt, die kommen ja auch mal vorbei hin und wieder, aber die arbeiten alle unabhängig, ohne eine obere Struktur über sich zu haben. Wenn Sie so begrenzt sind in der Anzahl, können Sie sich ja auch eventuell weniger gruppenmäßig vermehren, als wenn Sie immer
ist das nicht auch eine Gefahr, wenn man immer in seinem eigenen, ich sag jetzt mal Saft, existiert? Ja, verstehe. Es gehört ja auch Kritik von außen zum Leben und mal eine andere Bibelmeinung oder so. Aber ich stelle es mir schwer vor. Also wir hatten über die ganzen Jahre natürlich auch mal Interessierte hier gehabt, die im Umkreis hier leben. Ja. Die zum Beispiel sind reingekommen und wie gesagt, durch Außeneinsätze mal so einen Infotisch aufgestellt, versucht mit Interessierten zu reden und einzuladen. Da waren auch hin und wieder einige hier und hier ist es so, dass der Konsens, der hier geteilt wird, wenn Besucher herkommen, dass man sagt, also wir glauben, das aber nur als Allgemeinaussage, dass die Gesetze des Alten Testamentes in einer gewissen Weise immer noch ihre Gültigkeit haben, aber wie du darüber denkst und interpretierst und ob es nur eine Entrückung gibt oder nicht eine Entrückung gibt oder was auch immer, da konnte jeder hier immer seine freie Meinung zu haben. Also hier wurde nicht vorgegeben, was sie dazu denken hat. Und es war dann meistens so, dass wenn hier mal neue Gäste hinzukamen, der eine hat gesagt, oh, das ist interessant, und der andere sagt, da habe ich aber eine ganz andere Auffassung der Bibel und der ist halt nicht wiedergekommen. Aber wir haben hier niemals jemanden vorgeschrieben, dass er so und so die Sachen taufen, Kindstaufen, was auch immer zu sehen hat. Das war schon ihnen freigestellt, aber diesen Grundkonsens, der eher, ich sag mal, selten vorzufinden ist, wie ich schon sagte, in dem Spektrum des Christentums, auch in Deutschland, der musste, glaube ich, geteilt werden, um sich überhaupt glücklich zu fühlen vor Ort. Weil wenn es da zu viele Gegensätze gibt in den Meinungen, dann fühlt man sich da auch nicht wohl. Und sind wir ehrlich, da gibt es denn hier in Berlin bestimmt noch 50 andere Gruppierungen. Da könnte vielleicht einer eher das finden, wie er selber denkt, dass er sich denn dorthin begibt, auch wenn es denn 5 Kilometer entfernt ist oder so von hier. Ja, also dieser Austausch mit anderen Gemeinden, ich sag mal, einerseits die Personallage ist immer sehr problematisch gewesen in der Vergangenheit. Man hat zwar den Berlinern gesagt, die im Westen wohnen, geht doch auch mal woanders hin, in den Ortsgemeinden vor Ort, besucht da mal eine Bibelstunde, habt mal Kontakt auch mit anderen Christen. Also wir sind nicht so, dass es wie so eine Sekte ist und wir haben mit niemandem was zu tun und nur wir haben die Wahrheit, so waren wir hier nie aufgestellt. Aber durch an sich schon die Anzahl dieser Leute über diese jetzt 9 Jahre, 20 Leute, da kann man nur sehr, sehr wenig bewegen. Es war ja auch schon nach den 8 Jahren so, dass man sich wirklich gefragt hat, wollen wir das wirklich hier nochmal verlängern um 3 Jahre, weil einfach die Zukunft nicht so rosig aussah aus der Position heraus damals, dass man sich gesagt hat, denn lass uns doch auch eher mehr ins Zentrum in Berlin gehen, weil dort, also die Wilmersdorfer Gemeinde, die hat weitaus mehr Zulauf als wie hier. Das liegt einfach auch, wie gesagt, an dem Ort hier, die Vorurteile, Ahrensfelde, Marzahn, Osten, das ist bei Leuten, die in Berlin wohnen, in der City, nicht so ein Ort, wo man gerne hinfährt, den man nicht kennt. Und daher ist es an anderen Orten ist einfacher. Auch, natürlich, ja, auch das spielt noch dazu. Aber sie sind dort, erfahrungsgemäß, sind sie empfänglicher, für Gott zumindest. Ob sie aus dem islamischen Hintergrund kommen, türkisch, russisch, was auch immer. Hier hat man das natürlich auch mit dem Russischen. Vietnamesen haben wir hier noch nicht so viele gehabt. Die gibt es aber auch. Gibt es eine ganz große Vietnamesengemeinde auch in Berlin. Da gehen dann die ganzen Vietnamesen hin. Ja, und hier ist das eher so, ja, die Leute, die hier vor Ort leben, die gehen dorthin, die hier wohnen. Aber dass jemand von Westen hierher kommt in die Kirchen, ist dann doch eher selten vom Anteil der Besucher in jeder Gemeinde. Ja. Also ich bin hier auch in der Vergangenheit mal durch die ein oder anderen Gemeinden getappelt, habe mir jetzt mal so angeguckt, wie es da so ist und ja, war nicht so begeistert. Außer damals noch von der Kirche, aber gut, ich war auch nicht überall, aber das ist auch in alte Zeiten, lange her. Ich wollte noch mal fragen nach den messianischen Juden. Mhm. Also sind ja damals nach der Wende viele Juden aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen und ich vermute mal, dass da auch ein Zusammenhang ist oder dass man auch gerade noch mal fahren, weil wir ja so viele Russlanddeutsche waren und Hoffnung hatte, die Ja, wir hatten hier auch mal, also es ist wohl immer noch so, dass in Ahrensfelde einige Juden wohnen und leben. In Marzahn, glaube ich, gibt es keine mehr, die hier wohnen. Vielleicht war das mal so. Ich habe da mal eine Statistik wahrgenommen. Aber in Berlin natürlich gibt es Ukrainer und Russen, Russlanddeutsche, die aus diesem Spektrum kommen. Und die größte messianische Gemeinde ist ja die Beitzer Shalom-Gemeinde in Ludwigsfelde, Ost-West, eins von beiden, ich weiß das jetzt nicht mehr. Da gibt's halt eine messianische Synagoge, wo fast alle Juden, die an Jesus glauben, sind. Da wird auch sehr traditionell gelebt. Da lebt man auch also noch ein bisschen mehr nach den Talmud-Traditionen. Und dann gibt's halt noch die messianischen Gemeinden, die so ein Problem haben, dass Jesus vor seiner Geburt schon existiert haben soll. Die hat sich da so ein bisschen abgespalten. Die hat aber auch so ungefähr, also die messianische Gemeinde hat heute, glaube ich, so 150 Mitglieder und die andere hat so circa 40.
Und die dritte, die es da noch gibt, das ist dann so ein Bereich, wo man auch sagt, der Talmud ist für uns nicht mehr wichtig zum Glauben, wir wollen auch nur nach der Bibel leben, aber da gesellt sich Gleiches zu Gleichen. Und wie gesagt, hier war mal ein Jude aus Arnsfelde da, der mit uns das hier begründet hat, der lebte auch hier, der ist aber auch wieder weggezogen. Also die meisten Juden, die in Berlin leben, die an Jesus glauben, die werden dann da nach Zehlendorf gehen in die Gemeinde, es müsste Zehlendorf sein, und die treibt es jetzt hier auch nicht nach Marzahn. Ja, Synagogen gibt es natürlich auch, wo Juden, die nicht an Jesus glauben, die gibt es natürlich vermehrt eher in Berlin denn noch. Ja, auch, ja, vom Namen her, sagt mir jetzt erstmal so nichts, wenn ich den Namen wüsste, könnte ich vielleicht da was anfangen. Also man kennt sich natürlich, die kennen auch uns, von denen waren auch manchmal welche hier, also von der messianisch-jüdischen Gemeinde aus Zehlendorf, oder wir waren auch mal bei denen hin und wieder. Aber vom Gefühl würde ich sagen, da sie doch sehr traditionell sind in bezüglich des Talmud-Judentums, haben sie meistens dann auch so Probleme mit Juden oder Heiden, die zum Glauben gekommen sind, die nicht nach diesen Traditionen leben, zum Beispiel eine Kippa auf den Kopf zu tragen im Gottesdienst. Darauf wird dann da Wert gelegt, weil das die Tradition ist. Und wegen diesen Unterschieden ist es denn doch eher so, jetzt durch 9 Jahre Erfahrung, dass da jeder eigentlich unter sich bleibt. Also wir hatten jetzt nicht ein Problem, wenn jetzt jemand herkommt, eine Kippa auf dem Kopf hat, aber da ist man halt nicht so gern willkommen als Dauergast oder Mitglied, wenn man sich den Traditionen dort nicht unterwirft, will ich nicht sagen, das klingt vielleicht ein bisschen zu streng, aber das ist halt so der Grund, den ich da vorbringen würde. Aber wir, wie gesagt, wir kennen uns, wir stehen auch im Kontakt, wir teilen auch, wie gesagt, einen Großteil des Glaubens miteinander, aber auch die Entfernung, Zehlendorf ist jetzt auch hier nicht gerade um die Ecke, ne? Die Entfernung führt eher dazu, dass man vielleicht mal, wenn ein Laubhüttenfest ist, also ein Fest, was auch die Juden ja auch feiern, wie wir feiern, dann macht man das auch mal zusammen. Dann geht man da mal vorbei an dem einen Tag und trifft sich mal wieder beim Wein oder was auch immer oder ein Bier oder ein Wasser, ja, und hält da auch ein Pläuchchen oder hat dann mal Gemeinschaft oder einen Gebetstag oder so. Das kommt schon auch vor. Wenn ich nochmal für mich zusammenfassen würde, ihr macht doch einen nach jüdischen Ritus, diesen Gottesdienst. Ja, jüdischer Ritus klingt ja für mich wieder so ein bisschen nach orthodoxes Judentum. Da würde ich eher sagen, das machen denn doch schon eher die Zehlendorfer jüdischen Gemeinden. Ja, genau. Genau, ja, Wladimir. Ja, wir sind da eher, ja, eher, wie schon gesagt, ein Teil davon haben wir auch in unserem Ritus drin, aber wir lassen zum Beispiel den ganzen Talmud dort weg, was sie haben, also den mit ihren Überlieferungen, die sie integriert haben in den Gottesdienst aus diesen Bereichen. Ja, wie Hanukkah und Purim, ne, Purim gibt es ja, aber Hanukkah zum Beispiel, das feiern wir hier nicht. Das wird aber dort gefeiert, A, weil es im Talmud erwähnt wird und B, weil auch in den Makkabäer-Büchern des katholischen Kanons oder des griechisch-orthodoxen Kanons, dass das ja auch mit enthalten, darauf sehr viel Wert gelegt wird. Ne? Und da gibt es dann halt auch Unterschiede. Ne? Und daher würden sich hier wahrscheinlich die meisten von diesen 30 Leuten schwer tun, sich so damit direkt zu vergleichen, wenn man sagt, jüdischer Ritus. Aber im Allgemeinen kann man das auch sagen. Aber der eine oder andere würde es wahrscheinlich differenzieren wollen. Moment mal, ne? Was soll das heißen? Ja, also, ja, aber es lässt sich schwer. Ja gut, deswegen, halb und halb wäre denn meine Antwort. Halb ja, halb nein. Halb jüdisch, halb heidnisch, ich weiß es nicht, kann man das so sagen. Schwer dafür einen Begriff zu finden. Bis heute. Haben die Bürgermeister auch so eine Ausstattung am Bibel oder ist das gerne so wie das Center hier? Das ist ja unglaublich. Also ich ja, also... Ja, es wird eher selten wahrscheinlich sein, diese zumindest, gut, manche Gemeinde hat auch 100 Bibeln, aber das ist immer die gleiche. Ja, hier ist es ja so, dass das ganze Jahr dem Bibelcenter gehört. In Wilmersdorf ist ja man ein Untermieter, da hat man vielleicht sein Regal, wo man dann auch für seine, wenn die Gemeinde dort kommt, den Gottesdienst macht oder ein Fach, wo man auch ein paar Bibeln aufstellen könnte. Es könnte theoretisch sein, dass wenn das hier in 1,5 Jahren oder was, 2 Jahren, Moment, April 2024, also noch 2 Jahren, wenn das hier schließen sollte, dass das denn alles dort rüber wandert oder wenn hier Untermiete sein wird in Marzahn, dass man das alles mitnehmen wird. Aber in Wilmersdorf sind die nicht so aufgestellt. Also die haben vielleicht auch ein bisschen was mitgenommen, damit sie auch was zum Lesen haben, aber die Vielfalt, es ist da auch mehr, wie ich es versucht habe in meinem Text, ist wahrscheinlich untergegangen, zu erläutern, dass dort mehr der Schwerpunkt Gottesdienst ist. Und nicht das Außen drumherum, Bibelwissenschaft, Bibelstunde oder und so weiter. Deswegen ist das dort auch eher unnötig nach jetzigem Standpunkt. Ja, also wer richtig viel was lernen will oder was auch immer und sich die Zeit nehmen will, der würde dann halt hierher kommen. Oder anfragen, ob denn die Zeit dafür da wäre.
weil auch die Bibelstunde und das ganze Programm, was ich genannt habe, das langfristig, das sind nur die langfristigen Projekte, wurden ja erwähnt, gibt es hier auch nicht mehr aus Mangel an Anfragen. Ja, also wenn keiner sich anmeldet, dann braucht es auch keine Bibelstunde. Ne? Ja. Wie weit überschneidet ihr euch mit den 7-Tags-Adventisten? Die machen auch so ein Altes Testament und ja. Verbindung oder nicht? Na, es gibt ja auch dort unterschiedliche Strömungen. Es gibt dort die sogenannten Extremisten. Da ist das so, dass, ich weiß nicht, wie man es sonst beschreiben soll. Das ist ähnlich wie bei den Mormonen. Die haben halt noch 30 Bücher, die eine gewisse Ellen G. White geschrieben haben soll um 1800. Und sie soll wohl eine Prophetin gewesen sein. Und da sind ihre ganzen Lehren aufgelistet. Und da ist das so, du kannst dann nur Mitglied werden, wenn du alles glaubst, was in diesen Büchern steht. Weil es ist ja eine Prophetin. Diese Strömung ist in Berlin sehr weit weniger geworden. Hier gibt es wahrscheinlich in Berlin noch 10 Leute, die das glauben. Da gibt es noch die Reformadventisten, die sind auch so geprägt. Die sagen auch, diese Bücher sind ganz, ganz wichtig. Aber die Standardadventisten, ACK-Gemeinden hier in Berlin, die gibt es ja fast in jedem Bezirk. Die kenne ich eigentlich auch gut von damals noch. Vor 5 Jahren ungefähr habe ich da auch mal die, alle abgeklappert, die ein bisschen bekannter waren. Die haben ja da auch, wie hatte mir der Pastor das in Lichtenberg erzählt? Der hatte mir erzählt, es gibt in jedem Bezirk eine Gemeinde, und die ist halt unterschiedlich aufgestellt nach Anfragen. Das heißt, bist du homosexuell, dann gibt es in Neukölln die adventistische homosexuelle Gemeinde, wo das nicht kritisiert wird. Aber du kannst jetzt nicht nach Wilmersdorf gehen oder nach Marzahn, da würde es Anstoß geben. Deswegen würde man den Leuten sagen, wenn du da drin betroffen bist, dann musst du nach Neukölln gehen. Oder Familien, Großfamilien, die gehen dann, glaube ich, auch nach Lichtenberg oder nach Schöneberg, ich bin mir nicht sicher. Also da hat man sich so nach, wer kommt denn, wer bist du denn? Bist du reich, bist du arm? Gut, dann geh bitte da und da und dahin, wie du deine Lebensweise hast. Die sind halt sehr liberal, die gibt es ja auch, wie gesagt, weit verbreitet, aber die sind auch nicht mehr so groß. Mit denen, würde ich sagen, haben wir weniger Probleme. Wir teilen mit ihnen, dass wir zur gleichen Zeit den Gottesdienst halten. Wie ich schon sagte, überschneiden sich gewisse Bibelauslegungen auch. Die leben zum Beispiel sehr vegetarisch oder sogar vegan. Da gibt es Unterschiede, das würden wir hier nicht sagen. Also wir sagen, ihr könnt ja wohl Fleisch und Fisch essen. Mit den Speisegeboten sind sie zum Beispiel sehr ähnlich. Also sie sagen auch, nur die reinen Tiere soll man essen und den Sabbat halten sie. Aber das war es dann auch schon an, ich sag mal, eher untypischen Glaubensansätzen, die die Adventisten haben, die wir auch mittragen. Aber sonst stehen wir auch sehr kritisch gegen gewissen Aussagen, ob nur von den Extremisten oder von den liberalen Strömungen dort gegenüber. Ja. Noch eine Frage. Wie ist es mit den Frauen und Männern hier? Wie ist es mit Frauen und Männern hier? Also, wie soll ich das sagen? Ja. Ja, ich kann dazu, ich überlege gerade. Ja, also wir haben hier gewisse Gepflogenheiten. Man würde sagen, eine Hausordnung für zumindest Mitglieder, nicht für Gäste. Aber wenn jemand entscheidet, regelmäßig hier zum Gottesdienst zu kommen, gibt es zum Beispiel so etwas wie natürlich eine Art Kleiderordnung, also Minirock sollte keiner kommen. Dann haben wir sogar auch die Bibelauslegung für uns hier festgesetzt, dass Frauen im Gebet eine Kopfbedeckung tragen sollen. Das ist alles eine Interpretationssache, es wird nicht überall gemacht. Eine Frau, dass sie nicht lehren soll, da gehen wir dann eher, also getrennt sitzen wir nicht. Frauen dürfen auch was sagen, also so super streng wie manche Gruppierungen sind wieder nicht. Aber wir versuchen schon, aus Sicht der Bibel die Glaubenslehre und auch die Gemeindeordnung nach außen zu tragen. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass es in Wilmersdorf oder in Marzahn eine Pastorin geben würde. Davon gehe ich mal aus, wenn man da zu sehr, wie gesagt, nur auf die Bibel schaut und herleitet die Glaubenssätze. Natürlich ist es auch eine Interpretationssache, aber mein Erfahrungswert ist einfach das. Ja. Aber wie gesagt, es gibt weitaus strengere, auch hier in Berlin, vielleicht sogar in Marzahn, ganz bestimmt. Da geht es weitaus strenger zu, ja, wenn es darum geht. Wir sind da ein bisschen offener, weil wir sind eh schon so wenig Leute und dann wären wir nur zu zweit am Ende, wenn wir ganz streng leben wollen. Dementsprechend ist man da etwas liberaler vielleicht. Die Beschneidung generell, also wenn es um die Vorhautbeschneidung geht von Kindern oder Erwachsenen,
da, wenn es um die Frage geht, wenn ein Jude kommt, nachweislich, er kommt aus dem Judentum, jüdische Geburtsurkunde und so, haben wir alles schon gehabt und er ist nicht beschnitten, weil vielleicht seine Eltern säkular gelebt haben oder so. Und dann kommt die Frage auf, wie ist denn das jetzt eigentlich? Muss ich mich beschneiden lassen oder nicht? Erfahrungsgemäß in der Vergangenheit gab es 3 bis 4 Fälle diesbezüglich, zumindest die mal hier waren. Also heute gibt es keine Juden mehr hier, die hierher kommen. Die sind, gehen entweder alle, wie sagten, die Beitzer Shalom-Gemeinde oder halt sind weggezogen. Da wurde die Empfehlung ausgesprochen, wenn man eine Antwort haben wollte, wir würden dir empfehlen, dich beschneiden zu lassen. Dann haben die das auch im Krankenhaus gemacht, wenn sie aus den Juden kommen, nachweislich. Wenn sie nicht aus den Juden kommen, dann wurde dort die Bibelstellen herangezogen aus 1. Korinther 7 und wer nicht beschnitten ist, der soll ich nicht beschneiden lassen. Und dann wurde der Kontext auf die Heiden dort eher bezogen, dass man sich da ganz sicher war. Und dementsprechend gibt es, wenn ein Heide, der hierher kommt und an Jesus glaubt und er möchte sich beschneiden lassen, vielleicht weil er meint, er kann dadurch besser bei den Juden missionieren und ist da anerkannt, dann wird dem natürlich auch die Erlaubnis gegeben. Aber wo man sich natürlich gegen sperrt ist, oder aus gesundheitlichen Gründen von mir aus, wenn jemand meint, er müsste es machen, um gerettet zu werden. Er kommt sonst nicht zu Gott ins Paradies, wenn er sich nicht beschnitten hat. So eine Lehren werden hier eher als Irrlehren abgetitelt und dementsprechend ist das hier meines Erachtens auch nie vorgekommen, aber aus gesundheitlichen Gründen und aus Heiratsgründen, ich glaube mal eine Frau oder eine Verlobte hat gesagt, ich heirate dich erst, wenn du beschnitten bist, ich habe nicht mehr den Hintergrund im Kopf, das hat aber eher, wie auch immer, religiöse oder wie auch immer, aber da wurde auch nochmal geklärt, es hat aber nichts mit der Errettung zu tun. Ne? Nein, nein, ich habe mir nur entschieden, es ist mein Anspruch, mein zukünftiger Ehemann soll beschnitten sein. Naja, also da gab es das mal so als Konflikt, aber generell, wenn jemand sagen müsste, jeder müsste sich an der Vorhaut beschneiden lassen, dann würden wir das als Irrlehre abtun und dementsprechend gibt es das hier auch nicht als Anforderung. Ja. Also keine Sorge, Rainer. Haben Sie jetzt Theologie studiert? Ich selber nicht. Ich würde es eher sagen, man ist über auch das mit, ich sag mal so, es gibt einige Bibellehrer in Deutschland, denen hat man gewisse Bibelkurse, Lehreinheiten über Jahre, über 5 Jahre auch teilgenommen. Das habe ich in der Anfangszeit sehr stark gemacht. Heute lernt man nur noch sehr selten was Neues dazu. Also ich würde mich schon sagen, ich kann mich da schon gleich messen, wenn es zumindest in der Bibel, um die Bibel allein geht. Jetzt nicht unbedingt in den Kirchenchor und vielleicht anderen Gebieten im Christentum oder organisatorischen Riten, die vielleicht die eine oder andere Konfession macht, die man aber auch in der Theologie lehrt. Da würde ich sagen, das hat mich nicht so interessiert. Aber allein, wenn es um den Bibelinhalt geht, da würde ich sagen, bin ich doch ganz fit durch diese Methodik des Studiums. Ja, also ich kann nur meine persönliche Meinung geben. Also die Gemeinschaft hier, die sich hier versammelt, hat vielleicht mit mir Gemeinsamkeiten in den Auslegungen, vielleicht aber auch Unterschiede. Es gibt natürlich Gläubige auch bei uns, die sagen, die Wiederkunft Jesu steht kurz bevor, vielleicht nur noch 7 Jahre oder so. Das tummelt sich immer überall rum, wo man sehr an die Bibel glaubt, an den Inhalt, egal welche Konfession. Da ich mich ja auch als Bibelwissenschaftler sehe und so einige Ausarbeitungen gemacht habe über die Bibel, habe ich mir mal die Mühe gemacht, die Zeiten von Adam bis heute aus der Bibel, zumindest bis Jesu Geburt, mal nachzuzählen. Das ist sehr, sehr schwer. Man kann das aber machen über, der zeugte den und dann ist der geboren und der regierte so lange. Und da kann man ein gewisses Zahlenregister draus abarbeiten. Das haben schon viele gemacht in der Vergangenheit, aber wenn man sich die ganzen Ergebnisse anschaut, sind sie doch sehr verschieden. Weil es ja auch sehr komplex ist, sag ich mal. Und ich für mich gehe davon aus, wie ich schon sagte, dass wir wahrscheinlich heute ungefähr 5950 nach Adam leben, laut den biblischen Zahlen. Und dementsprechend rechne ich damit, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis einige große Ereignisse passieren, die in der Bibel prophezeit sind für die sogenannte Endzeit, die in der nahen Zukunft liegen. Fragt man mich, wann kommt Jesus wieder, dann würde ich das rein biblisch betrachtet, neutral, ohne Gewähr, betiteln in circa 50 Jahren. Siehst du also, wenn es so wäre, dann wären die Zeiten natürlich auch nicht besser. Ob jetzt der Ukraine-Krieg und Russland-Krieg und Corona irgendwas zu tun haben mit dem Buch Offenbarung und die Siegel werden gebrochen und der rote Reiter mit dem Schwert und dann die Krankheit und die Pest. Da würde ich sagen, da würde ich mich nicht dazu zählen, weil Krieg und Krankheiten und Pest und Seuchen gab es schon immer alle 100 Jahre mal in der Welt. Und ich glaube nicht, dass das jetzt die letzte sein wird und dementsprechend dieser Konflikt
wohin der enden wird, ob wieder neue Konflikte entstehen, die ja vor der Tür sind. Ein Atomkrieg sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. So eine Gefahr ist ja heute auch da, ne, wegen Russland und den Atomwaffen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in Deutschland auch wieder demnächst eine Zeit haben, wo es eine Seuche nicht gibt und wo auch wieder Ruhe einkehrt. Aber auch genau das Gegenteil kann sein. Corona kann verschwinden und der Bürgerkrieg bricht aus, weil Spritpreise gehen durch die Decke und Heizöl ist knapp und Brot wird teuer. Die Geschichte zeigt, Zuckerbrot und Spiele, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn man sich das nicht mehr leisten kann, dann geht die Bevölkerung auf die Barrikaden. Und dass das auch passieren kann in der Zukunft, ob in 5 Jahren oder in 20 Jahren, wäre gar nicht so untypisch. Es ist typisch für alle 100 Jahre, dass es da mal so eine Konflikte gibt. Und ob dann wieder ein neuer Hitler an die Macht kommt in Deutschland, wer weiß. Wollen wir es mal nicht hoffen. Aber ich sehe immer an der Bibel, es ist immer ein Bergauf, Bergab. Es gibt Ruhezeiten und es gibt Konfliktzeiten in jedem Land. Und wir hatten lange Zeit Ruhe gehabt, zumindest die im Westen, im Osten nicht so lange, aber das richtige Chaos liegt schon jetzt 70, 80 Jahre zurück. Und jetzt ist wohl wieder mal Zeit, dass wir durch Zeiten gehen, wo nur die Alten, unsere Eltern vielleicht oder zum einen auch noch Ältere, die hier sitzen, durchgegangen sind, dass auch die Jungen von heute mal oder diese Generation, die um die 68er-Generation aufgewachsen ist, dass die auch mal durch so eine Zeiten geht, um daraus zu lernen. Aber ich wünsche es keinen. Ja. Ja. Ich will auch meine Ruhe haben. Ich brauche das auch nicht. Ja, also. Und wenn es so ist, dann ist es so. Wenn es nötig ist, dann auch auswandern nach Amerika oder so. Man soll sich die Juden zum Vorbild nehmen vom Zweiten Weltkrieg. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden, was er da macht. Ist auch eine schwere Entscheidung. Also jeder Ukrainer, der nicht geflüchtet ist, der ist halt der Gefahr bis heute eingegangen, dass er halt stirbt durch Kriegseinsätze. Das war in den Jahrhunderten immer so. Viele hängen an ihrem Zuhause und hoffen, hoffentlich trifft es mich nicht. Aber es trifft ja denn doch jeden dritten oder vierten Bewohner. Und die geflüchtet sind, haben natürlich die ganze Arbeit und Asyl und im Ausland. Und gut, die warten, bis der Krieg vorbei ist und kommen dann zurück und sehen das Haus kaputt. Aber das gehört nun mal zum Leben dazu, würde ich sagen, in dieser Welt. Und das gab es doch schon immer. Ganz bestimmt. Ja, es gab die, die geflüchtet sind und die, die da geblieben sind. Und meistens die da geblieben sind, da haben viele den Kürzeren gezogen am Ende. Ja. Und wie sind Ihre internationalen, haben Sie internationale Beziehungen gefangen von Portugal? Portugal? Irgendwas war mit Portugal heute, ja. Also wir haben natürlich, wie soll ich das sagen? Wir haben eher mit deutschsprachigen uns nahestehenden Glaubensrichtungen in Europa zu tun, die sich da auch gegründet haben. Überall gibt es ja irgendwie mal ein deutsches Dorf, ne, in jedem Land. International im englischsprachigen Bereich gibt es einige in Israel und einige in Kanada und Amerika, die uns auch kennen und wir sie kennen. Da gibt es schon einen Austausch, weil man natürlich auch, ich sag mal, den Glauben teilt, als auch bibelwissenschaftliche Arbeiten über die ganzen 9 Jahre hier gemacht hat, vielleicht so eine Art Neuerkenntnis und dass auch da Interesse aufgekommen ist, zu sagen, hey, woher wissen die Deutschen das da und hier und da ist ja mal ganz interessant. Also lernt man auch voneinander und hat aber eher selten Austausch. Also es ist nicht so, dass wir eine Reisegruppe haben, die immer nach Portugal oder nach Italien oder nach Amerika fliegt. Es ist ja doch eher nur so einmal im Jahr, dass man da vielleicht mal, ja. Das baut jetzt Frau Dank auf. Ja, okay. wenn es so ist. Ich habe nämlich was mitgebracht. Leben Sie jetzt ausschließlich so vom als Bibellehrer oder? Nein, ich gehe nebenbei auch arbeiten. Also die meisten, die hier tätig sind, sind Teilzeit beschäftigt in der Welt. Und wenn nötig, werden sie unterstützt durch die Gemeinde, falls Geld überbleibt, nachdem alle Grundkosten gedeckt sind. Aber, sagen wir es mal so, ja. Man kommt über die Runden, nennen wir es mal so, ja. Das ist uns ja halt wichtig, dass die Finanzen, die Finanzierung des Raumes gewährleistet ist. Das ist es zum Glück bisher. Aber wir sind nicht mehr bereit dafür, dass das hier nur noch 2-mal im Monat aufhat, nach jetzigem Stand. Und für 4 Leute... Ja, wie gesagt, 600 Euro Miete im Monat auszugeben. Deswegen, das wird langfristig, wenn es so bleibt, dann auch ein Grund sein, warum das auch schließt. Man möchte mit dem Geld was Sinnvolleres anfangen in der Gemeinde. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das spricht bestimmt heute mal an, weil Sie ja nicht der Erste sind. Zum einen wird damit die Pause eingeläutet. Zum anderen werden, wenn es mal wieder etwas
lauter wird und es vielleicht in Diskussion endet, dass dann wieder Ruhe in den Raum reingebracht werden soll. Oder wenn die Pause zu Ende ist, dass sich alle bitte wieder einfinden an ihren Plätzen, damit man weitermachen kann. Vielleicht kommt aber die Glocke mal geflogen, aber... Oder, ja gut. Gut, es ist eine Erziehungsmaßnahme, würde ich sagen. Ja. Die Glocke. Das stimmt. Ja, hat sich bewährt. Ja. Haben auch andere Gemeinden seitdem umgesetzt. Ich habe ein Buch mitgebracht, wenn Sie es haben möchten. Das ist von meinem Schweizer, mit dem ich in Verbindung stehe, die das Jahr 2033 im Blick haben. Schon seit vielen Jahren, seit 2007 sind sie schon sehr aktiv dabei. Da geht es um die Wiederkunft oder was will man damit sagen, 2033? 2000 Jahre seit Jesu Tod und Auferstehung. Ja. Mir selber liegen die 3 Jahre vorher noch sehr am Herzen. Das war, weil ja auch so groß Reformation gefeiert haben. Das war die Auferstehung Jesu etwas größer feiern und auch sein Wirken im Blick haben. Und also die Jahre 2030 bis 2033. Möglichst gemeinsam feiern und darum machen wir verstehe, ja. Okay. Das war erstmal entdecken, wo ist überhaupt, wo gibt es christliche Spuren bei uns in Marzahn hier. Mhm. Und da gibt es ja die verschiedenen Gruppen und ja, wie gesagt, sie habe ich bloß mal durchs Fenster bisher gesehen. Okay. Damals, als sie bei uns waren, aber ja, es war hochinteressant, denke ich, für uns alle heute. Und möchte Ihnen vielen Dank. Steht drauf, hier, ja, also wer noch Informationen haben möchte, der kann sich hier noch ein Kärtchen wegnehmen nachher, wenn er Kontakt halten. Das ist unser. Wir wollen friedlich zusammenleben, nicht miteinander die Köpfe einschlagen, haben wir mal gesagt. Ja, habe ich auch nicht so das Interesse, das zu machen, die Köpfe einschlagen. Verstehe. Ja, also generell, ich weiß natürlich nicht, wie die Zukunft, wie gesagt, hier 33 ist ja noch ein bisschen Zeit. Also ich persönlich würde es mir wünschen, wenn dieser Ort hier immer noch existieren würde zu der Zeit. Ganz auszuschließen ist es nicht. Wenn ihm nicht so sein sollte, ist es also eher ein Marzahner Anliegen oder ein Berliner Anliegen oder ein deutschlandweites Anliegen? Weltweit. Okay. Und Sie wollen dann hier irgendwas organisieren in Berlin? Oder wie kann ich mir das... Oder wie haben Sie es vorgestellt? Grob da, damit ich es mal kurz verstehe. Also von den Schweizern ernannt. Ich war beim internationalen Treffen und bin da als Botschafterin in Deutschland ernannt. Leider noch die Einzige hier. Okay. Ich habe zwar in Hannover schon, da bin dann irgendwann Hannover eine Pastorin, die demnächst in Ruhestand geht, die will sich dann auch engagieren, aber wir kennen uns ja nicht persönlich. Und ansonsten stoße ich bei unserer Landeskirche auf. Kein Interesse. Bei allen Bischöfen. Ich habe alle angeschrieben, schon in Deutschland, und darauf aufmerksam gemacht, sie wollen nicht. Ja? Aber was wollen Sie denn nicht? Also, wenn ich das jetzt zusammenfassen kann, in den Jahren 2030 bis 2033 wünscht man sich, dass Christen, vielleicht jetzt hier in Berlin oder in Marzahn, näher zusammenrücken oder irgendwelche Veranstaltungen gemeinschaftlich machen? Oder wie? Oder habe ich es jetzt missverstanden? Oder ist es ganz andere Richtung? Oder ja, was ist die Intention? Feiern. Sie wollen nicht feiern. Sie sagen, wir feiern jeden Sonntag und... Ich meine ja, was Sie wollen, also was dieses Projekt generell ist. Sie möchten, dass wir Christen, wo wir ja so zersplittert sind, in, was sagten Sie, 44.000... In der Welt, dass wir gemeinsam dieses Osterfest feiern. Und das ist zwischen Orthodoxen und den übrigen eine Woche verschieden, laut Kalender. Okay. Achso, da wollte ich auch mal fragen, den weil Sie den gregorianischen Kalender anschauen, nehmen Sie den justinianischen? Oder? Nee, auch nicht. Das sind ja römische Kalender, könnte man sagen, aus der Zeitgeschichte. Selbst der jüdische Kalender, der sogenannte Hillel-Kalender, den da jemand mal 200 nach Christus erfunden hat, für die Juden in der Welt, wonach die sich jetzt ausrichten, selbst den sehen wir nicht so als gegeben an. Wir, aber nur in Bezug jetzt nicht der Welt, also wir tun unser Arbeitsleben nicht daraus ableiten, das wird schwierig, wenn unseren Arbeitgeber sagen, ich komme dann am 3. Tag des Monats, der würde uns komisch angucken, sondern es bezieht sich allein auf die, meistens auf die, nur die Gottesfeste. Also, dass wir, klingt jetzt ein bisschen altmodisch, aber man kann den Mond am Himmel sehen und irgendwann mal ist er nicht mehr zu sehen und irgendwann mal gibt es eine kleine Sichel, kurz vor Sonnenuntergang, die man sehen kann. Und sobald die zu sehen ist, dann ist für uns der 1. Tag des 9. Monats und so zählen wir dann die Tage nach Beobachtung des Mondes und der Sonne, weil wir das aus der Bibel so ableiten. Aber wir zwingen es auch keinen anderen auf. Daher weiß ich nicht, ob das, also zum Beispiel jetzt die Osterzeit von Freitag bis Montag,
Von uns aus gesehen, wir feiern in der Zeit Pesach, so wie die Juden es auch machen. Also wir verbinden das schon miteinander und gedenken dort auch Jesu Christi Tod und Auferstehung. Und es fällt zusammen. Aber nicht immer. Manchmal ist es auch einen Monat versetzt, eine Woche versetzt, einen Tag versetzt. Diesmal passt. Also es passt meistens mal so alle 3 Jahre. Ob es da, also in den 30 bis 33 wird es mindestens einmal passen. Also da haben wir nicht das Problem mit einem Monat verschieden oder so. Dann wird das auf jeden Fall kein Problem sein, einmal zu machen in der Zeit. Ja, also Kalenderfragen sind sehr, sehr kompliziert. Das stimmt. Sehr heikles Thema oder auch kompliziertes Thema. Beim Fest der Posaunenschall, du auch dort das Schofahorn? Das wird da auch, da bringen entweder die Glaubensgeschwister alle ihres von zu Hause mit, wenn sie eins haben, oder halt das, was in der Gemeinde sich befindet, wird dort gestoßen. Ich bin kein Experte darin, also wenn Sie jetzt eine Vorführung haben wollen, lieber nicht. Das übernehmen dann die anderen, die das geübt haben, nennen wir es mal so. Ich habe nicht die Zeit für mich bisher gefunden, mich daran zu üben. Ist ja auch eher was Exotisches. Aber man kann es auch lernen. Ist gar nicht so schwierig, aber ist wie Trompete spielen, habe ich gehört. Also erfahrungsgemäß. Kann auch nicht jeder. Ja. Ja, gibt es noch Fragen? Sonst denke ich, wir sind bald 2 Stunden. Ja, okay. Ist mir nicht so aufgefallen, aber... Okay, anderthalb, ja, das könnte hinkommen. Ja, es hat mich gefreut für Ihr Besuch hier und ja, wenn ich den einen oder anderen ein bisschen bereichern konnte mit den einen oder anderen Informationen. Ja, kennt man eigentlich nur noch aus den Zeiten, als es die Wilmersdorfer Gemeinde nicht gab. Ja, daher erfreulich natürlich, ja. Ja, bedanke mich für den Besuch und wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche. Sehr gerne.